Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier aus dem Schloss Köthen. Wir möchten Ihnen heute unsere neue Sonderausstellung präsentieren, die neue Musikalienkammer. Gemeinsam mit dem Sammler historischer Tasteninstrumente, Georg Ott, bei dem wir uns an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich bedanken möchten, wollen wir Ihnen diese Ausstellung präsentieren. Der Begriff Musikalienkammer hat hier im Schloss Köthen eine lange Tradition. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts gab es eine Auflistung aller hier im Schloss Köthen befindlicher Instrumente, die Hochfürstliche Musikalienkammer genannt wurde. Folgen Sie uns nun auf eine kleine Tour durch diese Ausstellung. Das ist der Tangentenflügel, den wir in der neuen Musikalienkammer zeigen. Was macht eigentlich, der ist von 1790, richtig? Und warum ist er bei dir in der Sammlung, Georg? Dieser Flügel, das ist so ein sensationeller Fund von einem Dachboden. Okay. Sulzbach-Rosenberg ist dort praktisch beim Käufer bis vor wenigen Jahren gestanden, also von 1790 bis 2010 etwa. Und das Instrument gehört noch den Nachfahren dieses Verlagshauses. Und ich habe das Instrument restauriert. Und wir haben dann so einen Deal gemacht, als Gegenleistung darf ich das Instrument praktisch über einen gewissen Zeitraum behalten oder darüber verfügen und es ausstellen. Danach geht es leider wieder zurück. Dann schaffen wir hier ein anderes Instrument rein. Aber das heißt, wir haben jetzt die Besonderheit, das Instrument für einen relativ kurzen Zeitraum tatsächlich der Öffentlichkeit zeigen zu können. Ja. Und Silvia, du hast ja schon eine Menge Erfahrung mit dem Instrument. Ja. Mhm. Und was bedeutet das für dich daran, den zu spielen?
Die Instrumente stelle ich mir vor, ich spiele kein Instrument, spielen sich ja mit Sicherheit, klingen ja mit Sicherheit alle ganz anders, haben unterschiedlichen Anschlag und dergleichen. Ja. Was ist für dich daran reizvoll, damit zu spielen? Oder also ich daran? Bin mit dem Instrument fast verwachsen. Das ist irgendwie mein Gegenüber. Und ich habe da viele Möglichkeiten, Klänge zu gestalten über kleine Hebelchen, die hier sind, Moderator, Harfenklänge, Unakorder. Und das ist so ein Überraschungsmoment für den Zuhörer und damit spiele ich auch ganz gerne. Aber es ist auch wunderbar zu spielen und es klingt einfach fantastisch. Also ja, es ist eine große Liebe von mir, das Instrument. Der Hammerflügel und der Tangentenflügel sind ja fast zur gleichen Zeit entstanden, da liegen 7 Jahre dazwischen. Was mich sehr interessiert ist, worin unterscheidet sich eigentlich der Hammerflügel vom Tangentenflügel? Gute Frage. Das sind beides Fortepiano-Instrumente, das heißt, sie können leise und laut spielen, wenn sie entsprechend angeschlagen werden. Und beim Hammerflügel schlägt ein kleines Hämmerchen gegen die Saite. Im Gegensatz zum Tangentenflügel, wo das eine Tangente ist, das ist ein Holzstäbchen. Und dieser Hammerflügel in der Form wurde erfunden von Johann Andreas Stein in Augsburg und sein Mitarbeiter war Johann David Schiedmeier. Und Johann David Schiedmeier hat wahrscheinlich einen großen Anteil an der Entwicklung dieser Mechanik, die in den nächsten Jahrzehnten sehr stilprägend war und wirklich für alle Komponisten der Zeit sozusagen das Nonplusultra war. Und er hat sich dann selbstständig gemacht, 1782, und 1783 ist dieses Instrument gebaut worden und es ist heute das älteste, also das früheste Instrument aus seiner Hand. Insofern wirklich was ganz Besonderes. Und sieht sehr schön aus. Das Holz leuchtet ja geradezu von innen. Hat er großen Wert drauf gelegt.
Georg, hast du eigentlich tatsächlich mal wirklich Klavierspielen gelernt? Ich hab's versucht. Och Mann. Ja, also ich war kein sehr begabter Schüler. Ich muss aber auch sagen, es lag ein bisschen am Lehrer. Oh. Das ist ja auch Klavierlehrerin. Obwohl du sehr streng sein sollst, bitte vielleicht. Ja, aber begabt glaube ich nicht, weil du hast schon ein Feeling für Anschlag, für Klang. Hast du schon, vielleicht hast du nicht genug geübt. Ja, mag sein. Und wolltest du dann, bist du deshalb Restaurator geworden, weil dir Musik so am Herzen liegt und dich so berührt? Ja, einfach ja. Und für welche, und warum hast du dich dann tatsächlich auch für Tasteninstrumente entschieden? Ja, das lag wohl daran, dass meine erste Anstellung am Museum in Leipzig, am Musikinstrumentenmuseum war und dort so eine spektakuläre Tasteninstrumentensammlung auf mich erwartet hat, und das war einfach Schicksal. Das war meine Bestimmung, dass ich dann praktisch da zum Klavier gefunden habe. Und das ist ja, da sind ja Hobby und Beruf quasi eins. Ja, eins. Das ist schön, also ich finde, das ist was ausgesprochen Schönes. Ja. Also so seine Bestimmung zu finden, wie du das ja nennst. Ja, geht uns allen so, oder? Irgendwie schon, ja. In ganz verschiedener Weise, ja. Und Silvia, spielst du eigentlich gerne ein Clavecin Royal? Ja, auch das Instrument liebe ich. Es hat einen ganz bezaubernden, ganz intimen Klang. Und ja, ich liebe es auch. Das ist wie mit Kindern, ne? Das ist... Man vertieft sich in den Klang und dann passiert was. Und das ist auch bei diesem Instrument so. Okay. Und Georg, warum heißt es Clavecin Royal? Clavecin hießen praktisch die Tasteninstrumente ganz allgemein im 18. Jahrhundert. Mhm. Das Instrument hatte noch keinen wirklich eigenen Namen. Clavecin war ja das Cembalo auf Französisch. Und der Name Royal war so ein Anhängsel, um dieses spezielle Instrument zu bezeichnen. Tafelklavier ist auch ein neuer Begriff, und deshalb haben die Gebrüder Wagner in Dresden diesen Namen gefunden, einfach um das besser vermarkten zu können. Also das königliche Cembalo, ja, quasi. Das königliche Cembalo. Aber warum dann Tafelklavier, wegen der Form? Ja, das hat sich später eben so eingeführt, um das einfach zu unterscheiden. Der Form her zu unterscheiden. Wenn ich auf so ein Instrument schaue, sehe ich unglaublich viel Holz. In meiner Familie gibt es Tischler. Wie viel Tischlerei steckt eigentlich in so einem alten Instrument? Ja, also in Prozenten vielleicht 80%. Ja, also es ist natürlich in dieser Zeit ein Holzinstrument. Wir haben noch keine Stahlrahmen oder Stahlspreizen in diesen historischen Instrumenten. Und daher ist schon ein großer Teil Holzarbeit und natürlich damit verbunden auch
Empfindlichkeiten des Holzes, die also mit Klimaschwankungen zusammenhängen und auch mit statischen Empfindlichkeiten. Es ist ja eine gewisse Seitenlastinstrument. Insofern, das alles wird von Holz getragen. Und Holz lebt bekanntlich. Und insofern hat der Stimmer viel zu tun. Ich kann mir ja gut vorstellen, einige dieser Objekte sind 300 Jahre alt und älter, dass da auch der Zahn der Zeit nagt. Leimverbindung, wie viel wird da, also ich, wenn ich mich umgucke, ich sehe jetzt erstmal nichts an Schrauben, an Metall. Es ist Leim hauptsächlich, oder? Oder nur? Knochenleim. Knochenleim erweist sich enorm haltbar und dauerhaft. Also diese Instrumente halten auch sehr gut die Klimaschwankungen aus. Mhm. Was sie nicht mögen, ist eigentlich nur so eine ganz trockene Heizungsluft. Alles andere geht. Also selbst hohe Luftfeuchtigkeiten funktionieren. Sie sollten halt nicht im Regen stehen. Also Dach sollte dicht sein. Ich kenne das von Kirchen her, wo man auch vermeidet, dass es große Temperaturschwankungen gibt, weil die Orgeln das nicht mögen. Und der Kantor mag am wenigsten die Weihnachtsveranstaltung, wo innerhalb von kürzester Zeit die Kirche hochgeheizt wird. Viele Gottesdienste, hohe Luftfeuchtigkeit und dann fällt es wieder runter. Also diese Instrumente möchten doch auch ein bisschen mit Vorsicht behandelt werden. Auf jeden Fall. Also gut sind natürlich immer historische Räume. Deshalb bin ich hier schon mal sehr glücklich. Historische Gemäuer puffern die Luftfeuchtigkeit. Wir haben ja praktisch die verwendeten Steine, verwendeten Materialien, puffern alle die Luftfeuchtigkeit ab. Insofern ist das schon mal sehr günstig. Und hier haben wir noch einen anderen Effekt, den die damals kannten, nämlich einfache Scheiben, die noch nicht mal gut schließen. Es ist eigentlich klimatisch gar nicht so verkehrt. Also übers Jahr gesehen, ne, wenn wir jetzt im Winter hochheizen, ist was anderes. Aber im Allgemeinen war das sehr gut für die Objekte damals, weil ein gewisser Luftzug einfach auch für eine Trocknung wirkt wieder. Falls mal zu viel Feuchtigkeit da ist, das gleicht auch wieder aus. Jetzt sind wir hier beim Schloss. Die Instrumente, die aus Ihrer Sammlung stammen, haben wir sozusagen jetzt erstmal neues Zuhause gefunden hier. Und was besonders charmant ist, Sie dürfen wieder leben, Sie dürfen wieder gespielt werden. Und wir haben ja dann nochmal eine kleine Schau dessen, was so an Musikinstrumenten gespielt wurde, an Tasteninstrumenten an diesem historischen Ort. Gibt es Instrumente, wo Sie direkt sagen könnten, das war was, wo der Hofkapellmeister Bach mit hätte spielen können, weil das war was, was in seiner Lebenszeit genutzt wurde? Ja, also für Bach speziell gibt es eigentlich nur den Hinweis bei einem Instrument, dass es einerseits nahezu in die Lebenszeit gehört. Mhm. Es ist zwar erst 1751 dem Bonner Kurfürsten vorgestellt worden, die Hammerflügel von Jakob Spath, aber wenn man davon ausgeht, dass er ja auch so einen Vorlauf hatte, das Teil zu entwickeln, dann sind wir ganz ziemlich nah an der Lebenszeit von Bach. Von Silbermann weiß man, dass er 20 Jahre an seiner Mechanik getüftelt hat. Was ist das, Silbermann aus der berühmten Orgelbauerfamilie? Ja, also wir haben ja keinen Silbermann-Flügel. Mhm. Ich wollte jetzt nur in Bezug darauf sagen, dass die Entwicklung von Mechaniken auch lange gedauert hat. Insofern sind wir da ziemlich nah an Bachs Wirkungszeit. Leider wissen wir über Bachs Hammerklaviere nicht sehr viel, weil einfach diese Instrumente nicht erhalten sind. Aber wir wissen aus Quellen, dass durchaus Instrumentenbauer gab, die Hammerklaviere gebaut haben und dass Bach extrem interessiert war daran. Mhm. Er war ein Instrumentenfreak. Der wusste einfach, wer wo was baut. Und es gibt auch eine Quelle, die besagt, dass sich Bach hier in Köthen nach dem Konzert eines Hackbrettvirtuosen, dass er sich da vom Hofschreiner ein Instrument hat bauen lassen, das irgendwie mit einer Hammermechanik ausgestattet war. Wie das ausgesehen hat, wissen wir nicht. Aber wir haben Instrumente aus der Zeit, wie zum Beispiel ein umgebautes Klavichord mit Hammermechanik, wo man davon ausgehen kann, das könnte auch so eine Arbeit von einem Hofhandwerker sein, der einfach ein bestehendes Instrument mit einer altertümlichen Mechanik zu einem Hammerklavier umgebaut hat. Das war sehr üblich in der Zeit. Ich sehe einige Instrumente hier, die
mich von ihrer Form, von ihrer Gestaltung her, von ihrem Äußeren schon sehr, sehr beeindrucken. Und ich denke mir, oh, das muss seinerzeit doch was sehr Teures, Besonderes gewesen sein. Kann ich mir das ungefähr so vorstellen, dass ein solches Instrument das Äquivalent zu der schwarzen Limousine vor der Haustür ist? Sicher, ja, ja. Das waren also doch schon Prestigeobjekte und Wertobjekte, ja. Ja. Ja, also man kann schon ganz allgemein so sagen, dass ein Flügel an sich schon mal für einen Musiker nahezu unerreichbar war in der Anschaffung. Also es war klar ein höfisches Instrument. Ein Flügel war was Aristokratisches oder für das wirklich wohlhabende Bürgertum. Mhm. Man hatte zu Hause kleine Instrumente, ansonsten für die Hausmusik. Mhm. Tafelklaviere. Wir sehen hier ja auch welche in so kleinen Instrumenten, auch dieser Querhammerflügel, wäre wahrscheinlich für so einen häuslichen Rahmen passend gewesen. Der Flügel an sich war was für solche Räume praktisch, für Schlösser und entsprechende Etablissements. Was mir aufgefallen ist, als die Instrumente angespielt wurden, sie haben ja eigentlich, also für mein Ohr, einen sehr zarten, einen sehr zurückhaltenden Klang. Wenn ich in der Musikschule vor dem großen Blüthner stehe, der klingt natürlich ganz anders. Es ist fast so ein bisschen intim. Sie sind für kleine Räume gemacht. War das auch so die übliche Aufführung? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, unsere Gewohnheiten, unsere Hörgewohnheiten haben sich natürlich angepasst mit den Instrumenten, die wir heute hören. Vor allem aber auch mit der Beschallung, die wir heute gewohnt sind. Ich glaube, die Menschen damals hatten viel, viel schärfere Sinne fürs Hören. Und auch die Instrumente, die dazu gespielt haben, waren natürlich entsprechend, natürlich auch in der Balance anders als die heutigen Instrumente. Also das ganze Niveau war einfach auf einem Rahmen, wo wir heute wahrscheinlich die Ohren spitzen, wo das aber damals als kraftvoller Klang ankam. Also es ist eine Wahrnehmungssache. Und andererseits stimmt natürlich der Hinweis sehr mit den Räumen. Die Räume müssen passen, deshalb bin ich besonders froh, dass wir hier sind, weil mein Eindruck hier ist überwältigend. Wir haben hier einen klingenden Raum. Ich glaube, also das ist fast ein Geheimnis, wie man solche Räume schafft. Es gibt zwar Akustiker für moderne Räume, aber es ist ja vieles, was da hineinspielt. Es ist auch die Aura, es ist die Wahrnehmung, es ist die ganze Gestaltung und dann noch der Klang dazu. Das potenziert sich alles in unserer Wahrnehmung und das, was daraus entsteht, ist das, was wir als Resonanz bezeichnen. Resonanz ist eigentlich eine Wahrnehmung mit allen Sinnen plus Musik plus gute Atmosphäre und das ist hier perfekt. Also hier entsteht eine Resonanz für historische Instrumente, das ist unschlagbar. Ja, was sagen, das wird hier ein Erlebnisraum. Erlebnisraum, weil wir ganz genau, jetzt ganz neu hören. Ich habe gehört, es gibt die Idee, das Konzept, also hier diese Instrumente dann auch zum Klingen zu bringen, zu spielen in einem kleinen Format. Also wir können uns schon auf etwas freuen, was für die weite Region was ganz Einmaliges sein wird. Wir freuen uns, ja. Und ja, betonen einfach nochmal, dass Köthen doch ein ganz besonderer Musikort ist. Unbedingt. Mit Ihrer Hilfe auch jetzt mit den Instrumenten. Ja, in der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten würde ich sagen, das passt einfach sehr gut zusammen. Und dann sehen Sie mal, was rauskommt, wenn da sich ein paar Leute Kopf zusammenstecken und dann was ausdenken. Und wir dürfen uns auf ein Hörerlebnis ganz besonderer Art zukünftig hier in diesen Räumen freuen. Ich freue mich auch. Ich bin gerne mit dabei. Und ja, Köthen, die Bachstadt Köthen, leistet damit auch wieder einen Beitrag zu einem neuen Erleben alter Musik? Ich glaube, das wird was ganz Großes hier. Wir sind gespannt, ich freue mich drauf. Danke. Thank you.